Herzlich willkommen, liebe Hockeyfreunde, zum vorentscheidenden Spiel in der Damenregionalliga Gruppe West. Der HC Essen 99 empfängt Gold-Weiß Wuppertal. Die Essener Damen können heute mit einem Sieg den Aufstieg in das Oberhaus vorzeitig perfekt machen. Gold-Weiß Wuppertal hingegen kämpft gegen den Abstieg und muss heute eigentlich hier irgendwie einen Punkt holen. Doch diese Aufgabe scheint quasi unmöglich, denn der HC Essen ist in dieser Saison eine Macht. Am ersten Spieltag unterlagen sie beim HC Velbert und da dachte man schon, oh weh, das wird wohl nichts in dieser Saison, denn der HC Velbert auch in der letzten Spielzeit schon richtig gut in der Halle. Doch dann kam der HCE zurück und verlor seit der Auftaktniederlage kein einziges Spiel mehr bis zum heutigen Tag. Velbert hingegen strauchelte zweimal und das Rückspiel hier in der Sporthalle Kupferdreh zwischen HC Essen und dem HC Rot-Weiß Velbert konnten die Spielerinnen von Trainer Henne dann auch für sich entscheiden. Also der HC Essen klar an der Tabellenspitze und mit einem Sieg heute hier dann auch zurück im Oberhaus der Hallen Bundesliga. Solange ich das erzähle, sehen wir eine einseitige Partie hier in der Sporthalle Kupferdreh. Die Mädels vom HCE gingen Schritt Tor um Tor immer weiter in Führung. Vor allem Stürmerin Sabine Krämer mit all ihrer Erfahrung steht sie immer wieder goldrichtig und bringt ein ums andere Mal den Ball im Tor unter. Also zwischenzeitlich hier 5:0 schon die Führung zur Halbzeit für den HCE. Das 6:0 dann durch Julia Thondorf und immer weiter ein Tor nach dem anderen. Die Gäste aus Wuppertal konnten einem schon etwas leid tun. Sie waren einfach überfordert am heutigen Tage. Aber wer will es ihnen verdenken? Sie selbst sind Aufsteiger und spielen jetzt wieder gegen den Abstieg. Der HC Essen ist Absteiger aus der ersten Liga und spielt um den Aufstieg. Also, das ist schon ein Klassenunterschied, den muss man fairerweise auch zugeben. Unterdessen sahen wir den Ehrentreffer für die Gold-Weiß Wuppertal, die sich hier auch trotz des hohen Rückstandes toll verkauften und immer wieder dagegen hielten und sich nicht aufgaben. Auch das sicherlich lobenswert, spricht für die Moral der Truppe. Ja, hier sehen wir sie groß im Bild, Sabine Krämer immer wieder mit tollen Aktionen und vielen Toren, doch auch andere Spielerinnen des HCE trugen sich in die Torschützenliste am heutigen Tage ein. Ja, hier sehen wir groß im Bild Julia Thondorf, letztes Mal in Etow gespielt, diese Saison wieder zurück in ihren Heimatverein, den HC Essen. Und das ist sicherlich eine Verstärkung gewesen für das Team hier in Grün. Ja, da wird schon gejubelt, die Freude sieht man schon den Spielerinnen ins Gesicht geschrieben und auch die Zuschauer freuen sich darauf. Am Ende ist es perfekt, 12:3, so der Spielstand, das Endergebnis hier in dieser Begegnung. Dann steht die Sektflasche schon parat, das Aufstiegst-T-Shirt ist schon angezogen, dann knallt der Korken und dann ist es amtlich. Der HC Essen 99 kehrt zurück ins Oberhaus, spielt in der kommenden Hallensaison wieder in der ersten Damen-Bundesliga Gruppe West und auch die Gäste aus dem Wuppertal gratulierten ganz fair zum Aufstieg. Ja, also tolles Spiel der Damen vom HC Essen, anschließend Jubel mit den Fans und Riesenfreude bei den Mädels hier vom HC Essen. Wir freuen uns drauf, kommendes Jahr wieder erste Bundesliga Damen, unter anderem dann auch mit dem Derby Etow gegen HC Essen. Jetzt folgte, war Jubel pur hier in der Sporthalle Kupferdreh. Die Mädels feierten vor allem sich selbst und ja, wir schauen, auch beim Hockey gibt es mittlerweile das Humba und die Raupe und es ist immer schön, die Mädels zu sehen. Wir freuen uns mit diesen Jubelbildern und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal, ihr Hockey-Video-Team.